Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play I'm Alive. Ich bin's wieder, euer Drift Machine. Und wir haben letztes Mal ja ein... Ich habe letztes Mal ein wenig gefailt. Das werde ich dieses Mal natürlich besser machen. Aber vielleicht habt ihr auch nicht kräftig genug Daumen gedrückt, wer weiß. Na? Nächstes Mal so ein bisschen kräftiger drücken. So, jetzt haben wir erstmal die verlorene Wiederholung wieder aufgesammelt. Und können weitermachen. Karte aktualisiert, ja, das kennen wir ja alles schon. So, dann wollen wir mal. Ja, das mit dem Ruckeln. I could force open this gate with something. Ja, Moment. Huh? Hey, you! I can see you! What are you doing here, boy? Schön, dass du das kannst. So. Hey, wait, wait, no! Hey, back up! No, no problem! Hau ab. Shit! I'm blocked! Hau ab, ey. Don't Lass shoot. Mir deine Waffe. Better keep this with me. Ja. So, das kennen wir alles schon. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das mit dem Ruckeln. Es scheint wohl ein relativ bekanntes Problem zu sein bei I'm Alive, weil es ja eigentlich, soweit ich weiß, ein Konsolenspiel ist. Mit dem Controller soll das besser gehen. Ich habe allerdings keinen Xbox-Controller oder sonstiges. Und ich persönlich spiele am Computer auch lieber mit einer Maus. Von daher müssten wir das vielleicht einfach nur ein bisschen in Kauf nehmen. Ich meine, so super schlimm ist das ja nun auch nicht. Also geben wir uns damit mal zufrieden. Wenn es euch stört, wenn es euch richtig stört, könnt ihr Bescheid sagen. Über die Kommentare, versteht sich. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob ich mir denn doch mal einen Controller anschaffe. Aber ich denke, man kann das so lassen und ich hoffe, ihr seid da mit einverstanden. Hey, you! I can see you. Well, well, what do we have here? No problem. Stop, man. Ed, please don't kill me. So, du kriegst mich nicht, ey. Zack. Da haben wir ihn gelegt, haben wir ihn. Oh. Jetzt machen wir es mal richtig. Zack. Big mistake. Ja, denkst du? Denkst du? Denkst du? Nix ist. So. Ja, jetzt haben wir zwar unsere Kugel wieder verbraucht, aber wir sind nicht gestorben und das ist das, was zählt. Ja, da habe ich letztes Mal nicht dran gedacht, dass ich den ersten hätte vielleicht erschießen können sollen, lieber machen hätte tun sollen, weil wegen ist so. Nein, weil da ist denn bei diesem Kampf kommt dann der eine natürlich von hinten und sticht einen dann ein bisschen ab. Das ist natürlich sehr von Nachteil. So, da kommen wir durch. Oha, hier scheint das ein bisschen windig zu sein. Ja. Gucken wir mal, wo die rausgekommen sind. Erkunden wir das mal so ein bisschen hier. Was haben wir da? Ein Schmerzmittel. Na, das wird wahrscheinlich Leben heilen. Das können wir ja mal kurz nachschauen. Was macht das Schmerzmittel? Ja, das Schmerzmittel heilt Leben. Das machen wir jetzt aber nicht. Das setzen wir jetzt nicht ein. Selbstverständlich nicht. Gehen mal weiter. So. Machen wir jetzt mal das Türchen 11. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee. So. Müssen wir da rein? Nein, da geht's nicht weiter. Ja, da müssen wir wohl da runter. Na gut. Oh, was haben wir da? Ein Erste-Hilfe-Kit. So, da drüben müssen wir hin. Das ist versperrt. Ja, das macht gar nichts, weil versperrt ist momentan ja noch nicht unsere Richtung. Ja. Mann, 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 was hier wohl passiert sein muss. Das sieht ja irgendwie meiner Meinung nach ganz stark nach Erdbeben aus. Also... Ja, also ich würde persönlich sagen, das ist Erdbeben gewesen. So, ich gehe hier gerade ein bisschen hin und her, weil ich nach Schmerzmitteln suche oder Nahrung, Trinken, was auch immer. Ne?
möchte ich mir natürlich. Who are you? Keine Angst. Was ist hier los? He's my son. They stabbed him. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. Na gut. Ich gebe ihm. Thanks so much. How did you get this? Gefunden. Sie haben mein Opfer gerettet. Dafür erhalten Sie eine zusätzliche Wiederholung. Das erhöht auch Ihre Endpunktzahl. Sehen Sie es sich auf der Statistikenseite an. It's just over there. So you haven't been in Haventon since the event? Nein. You know, shortly after it happened, the first thing that we had to deal with were the earthquakes. They kept happening day after day. Most people ended up at makeshift emergency centers like the Haventon Stadium. We were protected from collapsing buildings, but there was so much dust in the air, so we had to find another solution. And it's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. It seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Okay. Ja, scheinbar ist vor dem Erdbeben noch. Ja, bitte. Scheinbar ist. Ja, ich weiß. Danke. Scheinbar ist vor dem Erdbeben noch was passiert. Frage mich nur, was? Aber das werden wir wohl noch rausfinden. Coffee. Ja, zu heißer Kaffee. Schade. Okay. Ich hatte irgendwas vorhin noch da gesehen und hatte vermutet, dass man da noch weitergehen kann. Das würde ich natürlich gerne ausprobieren. Also hatte ich gedacht, dass man hier eventuell weiter kann. Oder zumindest irgendwelche Sachen finden kann. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier wieder zurückgehe. Das wäre nämlich ziemlich doof. Ha! Ja, siehste. Wusste ich doch. Ein Soda-Getränk. Sehr schön. Ja, es lohnt sich manchmal wirklich, einfach mal ein bisschen nachzugucken und Sachen mitzunehmen, die man eventuell später noch gebrauchen könnte. Da kommt. Ja, bitte. Don't make me nervous. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich gehe schon. Ja, ich gehe schon. Mann, Mann, Mann. Ob wir da mal reingehen sollten und sie mal so ein bisschen zurechtweisen sollten? Ich weiß nicht. Nein, ist ja gut. Da kommen wir. Doch, da kommen wir rüber. Einen Moment, erstmal gucken, was gibt's da vielleicht noch. Ja, das, was ich vorhin so schön angepriesen hatte, oder in der letzten Aufnahme, dass diese schöne Geräuschkulisse da ist, wenn der Ausdauerbalken sich entleert, kann doch auch ganz schön nervig sein. Weil, wenn man jetzt gerade so längere Strecken überlaufen will. Jedes Mal in dieses Alarmgefühl. Ja. Naja, kann man ja wegdenken. So, ignorieren quasi. Oh, was ist hier los? Der liegt aber schon ein bisschen länger. Der liegt aber schon ein klein bisschen länger. Oh. Was haben wir denn hier? Schmerzmittel? Schmerzmittel. Wundervolle, tolle Schmerzmittel.
Newspapers. Ja, da sind leider keine Newspapers. Ja, das Komische ist, dass es nur an manchen Stellen so, dass es so ein bisschen ruckelt. Nicht an allen. Deswegen bin ich ein wenig verwundert. Was ist das? Good Home. Oh, hier war noch ein DJ-Contest vorher in Haventon. So, Sport Ace. Karte aktualisieren. Ach, Westgate Shopping Mall. Ja, da haben wir hier die Shopping Mall entdeckt. Da sollen wir bestimmt noch nicht hin. Wahrscheinlich alles noch. Ich weiß, dass wir jetzt uns erstmal von unserem Apartment entfernt haben. Also von daher, ich weiß, wo wir sind. Aber ich erkunde, wie gesagt, immer gerne die Gegend. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Apartment. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Ja, so. Jetzt haben wir unser Apartment wiedergefunden. Gehen wir auch gleich rein. Ich will mich nur noch mal kurz umschauen. Na gut. Dann wollen wir mal ins Apartment gehen. Home sweet home. Mary? Julie? Are you there? There's no one here. Closest to home cooking I'm gonna get. Ja, hier sieht's auch nicht mehr gerade so gut aus. Was mag hier wohl passiert sein? Also ich frage mich die ganze Zeit, was ist hier passiert, dass hier alles drunter und drüber ist, außer ein Erdbeben. Was ist vor dem Erdbeben passiert? Looks like they left in a hurry. Oh nein. Also, wenn ihr das jetzt auch gerade seht, this is strange. Falls jemand die Raving Rabbits kennt, die gibt's auf YouTube ganz, ganz viel zu sehen. Raving Rabbits, der liegt da gerade im Koffer. Das ist scheinbar so ein Easter Egg. Einfach genial. Finde ich großartig. Okay, okay, okay. Ja, hier gibt's nichts weiter scheinbar. Da geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir mal nach unten. Ist ja genial, ey, dass sie hier die Raving Rabbits eingebaut haben. Noch so ein Easter Egg? Kennt man dich irgendwo her? Keine Ahnung. Was steht da? Mhm. Also ich hätte da jetzt ganz gelesen auf dem T-Shirt. I remember that day. What's this?